Wintern unter südlicher Sonne? Oh, of course we would love to go there, but natürlich würde uns das großen Spaß machen, aber ich denke nicht, dass die Finanzen der Tischtennisvereine dafür ausreichen. Das sind nicht die gleichen Mittel wie beim Fußball. Wir müssen uns mit Saint Louis zufrieden geben und wir müssen dort üben. Wir konzentrieren uns aber nicht ausschließlich nur auf das Trainieren und vor allem ich nicht. Ich habe große Freude an den Spielen, an den Turnieren. Und das ist das, was ich tue. Ich habe schon vor einiger Zeit aufgehört zu spielen. Ich spiele eigentlich in erster Linie nur aus Vergnügen. Also es macht ihr Spaß, Tischtennis zu spielen. Es macht ihr auch Spaß, Tischtennis hier im Saarland zu spielen. Am Wochenende startete Frau Lautern auch in die Rückrunde der zweiten Liga gegen Rüttenbach. Allerdings war dieser Auftakt für die Rückrunde nicht ganz so optimal, wie man sich das vorgestellt hatte. Unter anderem auch, weil Jasna Riet an diesem Wochenende das Tischtennisspielen nicht ganz so viel Freude machte. Stefan Hauch. Eine gewisse Ratlosigkeit in den Gesichtern der vier Musketiere von Frau Lautern war deutlich erkennbar. Gegen Rüttenbach lief es nicht wie geplant und Jasna Riet hatte schon bessere Tage in Frau Lautern erlebt. Jasna ist sehr exzentrisch, sie ist sehr nach außen hin orientiert. Und dennoch, glaube ich, kommt es sehr auf ihren momentanen psychischen Zustand an, wie sie spielt. Wir haben hier schon Weltklasse-Spiele von ihr gesehen. Was wir heute gesehen haben, war leider, naja, ich würde es mal Regionalliga bezeichnen, aber nicht das, was Jasna kann. Die 35-jährige Jasna Riet mit missglücktem Start in die Rückrunde. Erst drei Wochen zuvor war sie in Las Vegas zum zweiten Mal US-Einzelmeisterin geworden und jetzt passte gegen die Nummer 1 von Rüttenbach, gegen Jana Dubisova, gar nichts. Immerhin, im Doppel war sie mit Mathilda Ekholm erfolgreich, aber jetzt 5:11, 7:11 und 5:11, die deutliche Niederlage gegen Jana Dubisova. An diesem Abend fand die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Seoul keine Einstellung zum Spiel. Die Gründe, vielleicht der Reisestress mit Jetlag, vielleicht eine zu lange Spielpause. Jasna ist absolut zuverlässig im sportlichen Bereich und das ist für uns entscheidend. Sie ist der Leistungsträger in unserem Team und motiviert alle anderen. Sie hat selbst gespielt, als sie krank war und das rechnen wir ihr hoch an. Dass die Begegnung gegen Rüttenbach doch nicht mit einer Niederlage endete, dafür sorgten die anderen. Asia Kasabova, die Bulgarin, steuerte einen Punkt bei. Mathilda Ekholm aus Schweden war eine Bank für Frau Lautern. Zwei Einzelsiege und erfolgreich im Doppel. Zur Matchwinnerin aber wurde die an Nummer 4 gesetzte Claudia Valerovic. Im letzten und entscheidenden Match der Begegnung behielt sie die Nerven, siegte gegen Jessica Weikert und rettete Frau Lautern noch das 5:5 Unentschieden. Schöne Leistung und Erleichterung bei Jasna Riet. Auch wenn sie schlecht spielte, die anderen haben es herausgerissen. Also Sie haben sich mitgefreut, aber woran lag es jetzt endlich? Bisschen müde gewesen wegen der langen Reise oder doch fehlte ein bisschen die Spielpraxis? Wahrscheinlich beide Gründe gemeinsam. Ich hatte kein gutes Gefühl in der Hand. Ich konnte schon beim Aufwärmen erkennen, dass ich nicht 100% fit sein werde. Und als das Spiel begann, fühlte ich mich körperlich und geistig erschöpft. Ich fühle mich auch schlecht, weil ich meinen Zuschauern nicht gezeigt habe, was ich kann. Sie sind immer da für mich, sie schauen immer wieder gerne zu und ich bedauere, dass ich ihnen dieses Mal nicht die Leistung zeigen konnte. Sie verstehen, wie das zustande kam und ich weiß, dass ich vielleicht dieses Mal nicht 100% gegeben habe. In der Regel gebe ich immer mein Bestes
und versuche auch das Team immer wieder zu motivieren, aber dieses Mal war ich einfach am Nullpunkt. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Das denke ich auch, dass das so sein wird. Aber was reizt Sie an Frau Lautern? Das ist ja, wenn man aus den USA kommt, mit Sicherheit ein ganz kleiner Ort, den man nicht so einfach findet auf der Landkarte. Wieso kam Jasna Riet nach Frau Lautern in die zweite Bundesliga? Ich mag die Menschen in unserem Club. Meine Teamkolleginnen sind großartig. Wir sind ein sehr internationales Team. Und auch die Mädchen aus St. Louis, Claudia, Kirsten, sie sind großartig. Obwohl sie sich nicht in erster Linie auf das Tischtennis konzentrieren, amazing job, like yesterday. Leisten sie großartige Arbeit. Gestern hat Claudia mehr geleistet, als wir uns vorstellen konnten. Und sie hat mich wirklich gerettet. Sie können sich immer wieder motivieren und können ständig über sich hinauswachsen. Wenn wir über die erste Bundesliga diskutieren beispielsweise, dann bedauere ich persönlich, dass diese Mädchen dort vielleicht keine Chance hätten und dann hätte das Team nicht mehr dieses Gewicht, wie es im Moment hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier in der zweiten Bundesliga spiele und vor allem auch in diesem Club. Was ich sonst noch an St. Louis mag. And all the time there are some nice things happening in the city. Hier passiert so viel in der Stadt, im Stadtzentrum sein macht einfach Spaß. Also ich denke, eine kleine Liebeserklärung an St. Louis war das, aber gleichzeitig sagten Sie auch, erste Bundesliga ist vielleicht ein bisschen zu stark dann für dieses Team, vor allen Dingen für die einheimischen Spielerinnen. Ist die erste Bundesliga aus Ihrer Sicht kein Ziel für Frau Lautern? Natürlich würden wir gerne in der ersten Bundesliga spielen, vor allem Mathilda, die immer besser wird und wirklich internationalen Rang bekommt. Und für sie wäre es sehr wichtig, in der ersten Bundesliga zu spielen, für mich natürlich auch. Möglicherweise könnten wir uns dafür auch qualifizieren, wenn wir uns die anderen Teams anschauen. Dann denke ich, dass wir diese Teams schlagen könnten, aber das können wir natürlich nicht garantieren. Und wenn wir in der ersten Liga spielen würden, dann bräuchten wir noch mehr starke Spieler und dann würden wir möglicherweise diesen speziellen Charakter des Teams verlieren. Sie haben mehrere Jahre nicht gespielt. Sie waren 15-fache jugoslawische Meisterin. In Jugendjahren Einzelmeisterin, Doppelmeisterin, haben dann viele Jahre nicht gespielt, haben sich ausbilden lassen, sind auch Hochschullehrerin für Geografie, Politik, Geschichte und Wirtschaft und haben dann, glaube ich, wieder angefangen. Wie kann man wieder nach einer so langen Pause so stark wieder zurückkommen, dass man US-Meisterin zum Beispiel wird? Ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass ich nicht trainiere. Ich habe meinen eigenen Rhythmus. Wenn ich vor einem Wettkampf stehe, dann übe ich den Abend vorher. Das ist meine Übung und dann stelle ich mich dem Wettkampf. Das ist wie eine Lotterie. Manchmal spiele ich gut, manchmal weniger. Aber was ich kann, ist, dass wenn ich mich schlecht fühle, dann kann ich kämpfen. Ich glaube, dass diese Spielpause von 10 Jahren auch inzwischen diesen Hunger nach weiteren Turnieren in mir geweckt hat. Als ich vor 3 Jahren für St. Louis zu spielen begonnen habe, habe ich sofort wieder gut gespielt. Und alles lief gut. Angesichts der wenigen Übungen, die ich habe. Ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Situation. Aber vielleicht muss ich bald wieder ins echte Leben zurück und arbeiten und nicht nur spielen. Also ich denke, Sie sind 35 Jahre jung, haben noch viel Zeit zu spielen, auch viel Zeit hier in St. Louis zu spielen. Danke, dass Sie da waren. Toi, toi, toi für den Rest des Jahres. Und
mit der guten Laune, denke ich, kommt dann auch der Erfolg in Saarlouis zurück. Danke, Jasna Riet. Und vom Tischtennis weg zu dem, was sich sonst noch an diesem Wochenende ereignet hat. Unser Wochenendrückblick mit Georg Kitzinger. Genau so heißt er.